Liebe Zuseher, mein Name ist Rainer Popovic, ich bin Facharzt für Innere Medizin und Lungenheilkunde und derzeit auch Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung. Wir wollen uns heute mit dem Kapitel Schlafstörungen und deren Behebung beschäftigen. Rund ein Viertel der Erwachsenen in Österreich leiden unter akuten Schlafstörungen und etwa 10% davon auch unter chronischen. Wir wollen heute zunächst darüber sprechen, wie der Teufelskreis der Schlaflosigkeit grundsätzlich entsteht und wie er unterbrochen werden kann. Unsere Schlaftipps lassen sich in 4 Module des Programms Somnocoach einteilen. Sie basieren auf wissenschaftlich fundierten Methoden der Psychologie und der Schlafforschung. Es geht um eine gezielte, kombinierte Veränderung eines falsch angelernten, den Schlaf störenden Verhaltens. Mein Gesprächspartner heute ist Michael Saletto, Neurologe, zertifizierter Schlafmediziner und auch Mitglied im Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung. Lieber Michael. Danke, lieber Rainer. Ja, liebe Zuhörer, ich darf Sie auch herzlich willkommen heißen zu unseren Schlaftipps aus der Schlafmedizin und Psychologie. Bevor wir uns mit konkreten Schlaftipps zum erholsamen Schlafen beschäftigen, möchte ich Ihnen auch zeigen, wie Schlafstörungen eigentlich entstehen und unterbrochen werden können. Mit dem Schlaf ist es wie mit der Gesundheit. Solange er da ist, beachtet ihn eigentlich keiner. Wir schlafen vor allem in der Kindheit und Jugend automatisch gut ein und gut durch. Ist der Schlaf erst einmal gestört, wird er zum alles beherrschenden Thema, und zwar Tag und Nacht. Der Teufelskreis der Schlaflosigkeit hat begonnen und sollte wieder unterbrochen werden. Es gibt meistens einen Auslöser für diesen Teufelskreis. Kann sein Stress in der Arbeit, Beziehungsprobleme, Geldsorgen. Jeder hat einmal eine schlaflose Nacht durch solche Auslöser. Negative Gedanken und eine Angstempfindung verstärken sich gegenseitig in einer ungünstigen Wechselbeziehung. Bereits das Schlafzimmer alleine löst in den Folgenächten übertrieben negative Gedanken aus. Ich werde heute keine Sekunde schlafen können. Und die selbsterfüllende Prophezeiung tritt ein. Es kommt zu Angst und negativen Emotionen. Und die Beschäftigung mit der Schlafstörung. Dadurch wiederholen sich weitere schlaflose Nächte und wir verlernen eigentlich das richtige Schlafen. Und dies kann dann zu chronischen Schlaflosigkeit führen und oft auch zum Verlust der Schlafhygiene. Ich möchte mich heute auf 4 Schlüsselgebiete fokussieren, hier unterteilt in die angeführten Module 1 bis 4, um Ihnen wieder zu einem erholsamen Schlaf zu verhelfen. Beginnen wir mit der Lebensstilmodifikation. Hier geht es um die Schlafvorbereitung und Fehlervermeidung durch Schlafhygiene. Was ist denn das Ziel der Schlafhygiene? Der Körper soll eigentlich lernen, sich am Abend wieder schläfrig zu fühlen und das Bett wieder als eine Art Wohlfühlort wahrzunehmen, indem man schläft, ohne zu überlegen. Wir benötigen dazu eine Stimuluskontrolle, um die Verbindung Bett und Schlafen wiederherzustellen. Zweitens will ich über die Tagesfaktoren sprechen. Das heißt, was soll ich tagsüber beachten und wie kann ich mich auf die Nacht besser vorbereiten? Wie schaffe ich eine Pufferzone, um die störenden Tagesereignisse besser hinter mir zu lassen? Und drittens geht es um die sogenannten Schlafzimmerfaktoren. Wie gestalte ich mein Schlafzimmer möglichst erholsam? Es gibt 5 klare Grundregeln der Stimuluskontrolle. Regel Nummer 1, das Bett nur zum Schlafen verwenden. Das Bett löst eben als idealer Stimulus den Reflex Schlaf und Entspannung aus. Und der Schlüssel zum guten Schlaf sollte daher ein atmosphärisch angenehmes Schlafzimmer sein, in dem man sich auch wohlfühlt. Regel Nummer 2. Regelmäßige Bettzeiten, vor allem für das morgendliche Aufstehen, aber auch das Zubettgehen einhalten. Auch am Wochenende und nach schlechten Nächten morgens genauso pünktlich aufstehen wie an Arbeitstagen. Hier ist es gut, deinen sogenannten Chronotyp zu analysieren. Bist du eher eine Eule oder eine Lerche? Diese bestimmt nämlich den Rhythmus mit. Der klassische Abendmensch, sprich die Eule, bleibt länger am Abend auf und kommt erst abends in die Gänge. Der Morgenmensch, die Lerche, geht früher ins Bett
und hat sein Leistungshoch typischerweise in der Früh. Regel Nummer 3. Gehe nur mit dem Gefühl einer Schläfrigkeit, dem sogenannten Schlafdruck, ins Bett. Und wähle hier nach dem bereits besprochenen Chronotyp eben ein frühes oder ein spätes Zeitfenster aus, in dem du dich auch schläfrig fühlst und bist und damit gut einschlafen kannst. Achtung, Mittagsschlaf reduziert hier deinen Schlafdruck. Als Faustregel gilt, Bettzeiten bei Schlaflosigkeit in der Nacht immer unter 7 Stunden halten. Grundregel Nummer 4, sei wach während des Tages. Tagschlafepisoden unter 20 Minuten halten, wir sprechen vom sogenannten Powernapping und nach Möglichkeit nicht mehr nach 14 Uhr schlafen. Kombinieren kann man so ein Powernapping ganz gut eben auch mit seinem Entspannungstraining. Dieses sollte jedoch immer außerhalb vom Bett erfolgen. 5. Grundregel der Stimuluskontrolle, bleib im Bett liegen, wenn du ruhig und entspannt bist. Steh auf bei Grübelzwang und Frustrationsgefühlen. Es gilt immer der Satz, Schlaf darf und kann man nicht erzwingen. Es ist ihm wichtig, dass du aus dieser du musst schlafen oder ich will jetzt endlich schlafen Situation herauskommst. Und da ist es speziell bei Einschlafstörungen oder bei längerem Wachliegen über 30 Minuten und einer gefühlten Unruhe wichtig, auch das Bett zu verlassen und erst dann wieder ins Bett zu gehen, wenn man glaubt, wieder gut einschlafen zu können. Jetzt geht es um die Tagesfaktoren. Was soll man tagsüber beachten und wie kann ich mich auf die Nacht besser vorbereiten? Erstens, beweg dich ausreichend an der frischen Luft. Zumindest 5000 Schritte könnten es sein. Wissenschaftlich gesehen gibt es nämlich einen klaren Zusammenhang von vermehrter körperlicher Aktivität und besserer Schlafqualität. Daher regelmäßig nachmittags oder auch am frühen Abend Sport betreiben. Achte auf deine Ernährung. Konsumiere eher ein leicht verdauliches, nicht blähendes, eher frühes Abendessen. Und besonders während Durchschlafstörungen leidet, sollte abends auf Alkohol verzichten. Alkohol wirkt generell so wie eine Art Narkosemittel und führt dann zu einem zerhackten Schlaf. Das heißt, man schläft eigentlich relativ schnell ein, eigentlich, aber meistens sehr schlecht durch, hat viele Wachphasen. Und am Morgen fühlt man sich dann oft so wie gerädert, hat eine Art Narkoseschlaf durch Alkohol. Weiters gilt es, keine koffeinhaltigen Getränke nach 14 Uhr zu trinken. Welche Tagesfaktoren für eine bessere Entschleunigung, sprich das Runterkommen, gibt es noch? Schließe bewusst mit dem Tag ab. Mach einen sogenannten symbolischen Tagesabschluss. Das heißt, die für den nächsten Tag anstehenden Tätigkeiten nicht im Schlafzimmer planen, sondern zum Beispiel am späten Nachmittag oder frühen Abend in einem anderen Wohnraum. Oder bei einem Spaziergang einfach durchdenken. Schaff dir auch eine Art Pufferzone, ein entspannendes Abendritual zum Beispiel mit deinen Kraftgebern. In dieser Pufferzone oder Entschleunigungszone sollte man diesen bewussten Stressspiegel, also wir sagen Cortisolspiegel zum Beispiel auch dazu, runterbringen. Und hier auf eine bewusste Entschleunigung achten. Das heißt, die Abendstunden so entspannt wie möglich mit deinen persönlichen Kraftgebern gestalten. Das kann sein, ein Musikinstrument spielen, das kann sein, eine Sprache lernen, eine Gymnastik machen oder vielleicht ein entspannendes Bad nehmen und Geduld haben. Kommen wir zu den Schlafzimmerfaktoren. Das Schlafzimmer sollte eher kühl, gut durchlüftet, ruhig und reizarm sein. Pflanzen können hier helfen, den Sauerstoffgehalt im Zimmer zu regulieren und für ein angenehmes Klima zu sorgen. Generell wird der Fernseher im Schlafzimmer nicht empfohlen. Ein Hörbuch kann hier eine bessere Alternative sein. Und um sich nicht ständig unter Druck zu setzen, sollte man nach Möglichkeit auch nicht auf den Wecker schauen. Ich darf nun für Sie das erste Modul noch einmal kurz zusammenfassen. Zunächst haben wir die 5 Grundregeln der Stimuluskontrolle kennengelernt. Das war das Bett nur zum Schlafen verwenden, regelmäßige Bettzeiten einhalten, nur mit dem Gefühl der Schläfrigkeit ins Bett gehen, wach während des Tages sein und bleib im Bett liegen, wenn du ruhig und entspannt bist, aber steh auf bei Grübelzwängen. Dann haben wir die Tagesfaktoren besprochen, die einen Einfluss auf die Entschleunigung haben, wie
Bewegung während des Tages, Ernährung, Tagesabschluss und die Pufferzonen, ganz wichtig, mit Kraftgebern am frühen Abend schaffen. Und schließlich die Erzeugung einer Wohlfühlatmosphäre im Schlafzimmer.